Willkommen aus Taiwan. Wir sind hier bei Asus und haben ein 15,6 Zoll Notebook in der Hand mit bis zu 4K Bildschirmauflösung, nur 2,2 Kilogramm in Gewicht und ein Metallgehäuse. Das heißt Asus ZenBook Flip UX 560. Wo fange ich an? Ganz einfach bei der Tastatur, wo wir hier sehen können, dass sie hintergrundbeleuchtet ist. Das ist immer ganz angenehm. Und dein schön großes Trackpad für Multitouch ist auch ganz schön. Machen wir weiter bei den Anschlüssen und danach drehen wir mal den Bildschirm kurz um. Hier haben wir Kensington, hier haben wir einen externen Subwoofer, damit wir guten Sound haben, mit Harman Kardon Technologie, SD-Kartenslot, USB 3.0, Kopfhöreranschluss. An der Vorderseite haben wir gar nichts, aber auf der nächsten Seite dann noch mehr Anschlüsse, wie zum Beispiel USB 3 dreimal, aber hier mit Typ C, Lautstärkeregler, An- und Ausschalter, HDMI und Strom. Auf der Rückseite dann hier das schönste Element an diesem Notebook ist der kleine Mechanismus, wo man das Display umdrehen kann. So zwei kleinen Bällchen sozusagen. Sieht hier auch nochmal super schön aus. Das Display dreht sich aber dann natürlich entsprechend mit, wenn man das Display umdreht, weil das natürlich ein Tablet ist und hier kann ich dann alle Windows 10 Funktionen ganz einfach benutzen, die ich auch sonst immer verwende. Das Display dreht sich wie gesagt mit. Ich kann es aber auch wieder komplett hier umdrehen und dann sehen wir von außen das Asus-Logo in so einem leichten Gold gehalten, genauso wie jeder Bereich, ansonsten schwarz. Scheinbar Metall, aber ich bin mir nicht sicher. Und hier unten dann aber auf jeden Fall Plastik mit vielen kleinen Schrauben, um RAM und Festplatte und ähnliches einfach austauschen zu können. Hier kommt ein bisschen Luft rein und hier dann spielen die normalen Lautsprecher. Dann nur über den Subwoofer kommt natürlich kein Sound raus. Wenn wir hier weitergehen auf diese Seite, sehen wir dann wieder das Windows 10 ganz normal, wo ich hier die Kamera nochmal aufmachen kann, damit ihr sehen könnt, dass die Qualität hier auch super ist. Und nicht nur eine Kamera, sondern gleich zwei sind verbaut. Also in Windows könnt ihr euch einfach über Windows Hello auch anmelden. Und das war es ja auch schon mit dem ganz kurzen ersten Eindruck von diesem wunderschönen Flip-Notebook von Asus mit Intel Core i5 oder i7 Prozessor und auch eine Nvidia GTX 950M optional mit dabei für einen wahrscheinlich auch relativ guten Preis nach der Comtex dann auch bald in Deutschland erhältlich. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr das zugeschaut habt und tschüss.